Langsam gefahren. Steht da im Einsatz, ist das deutlich schneller. Ne? Ja, also die Fahrzeuge, wie wir sie jetzt aufgebaut haben, gleich für. Das ist sehr spannend. Und hier gibt es ja, einen genau. Genau, was man jetzt den sehen Sie jetzt hier vor Ort noch nicht. Der Glasboden knatscht noch ein bisschen. Darf ich zu Ihnen kommen? Dann können wir es besser mit der Übertragung mit dem Winkel machen. Jetzt sagt Professor Schulte, er fährt mit und macht es nicht. Sollte uns das zu denken geben? Kann auch nehmen. Also wir sitzen hier auf einer durchsichtigen Kunststoffscheibe mit lauter Zahnrädern und Elektronik unter. Ich meine, vielleicht über den Kreisel. Das sind die beiden Kreiselsysteme. Die drehen ungefähr jetzt mit 5000 Umdrehungen pro Minute und werden durch diese Mechanik, diese Kette, die wir hier sehen, bewegt. Also wenn ich das so ein bisschen hin und her bewege, dann ist das eben, also wenn ich mich auf die andere Seite setze, das Gewicht verlagere, sehen Sie, dass das reagiert. Und hier hinten gibt es noch etwas anderes, nämlich eine Ausgleichsmasse, die hin und her fährt. Und das ist das Gleiche, also wenn ich auf die Seite setze, dann fährt die nach da, die Seite fährt sie nach da rüber und das stabilisiert das Fahrzeug. Das ist wie bei der Kutsche, wo hinten eine Person hinten drauf ist, die das Gewicht dann auch wiederum ausgleicht. Ne? Genau, also wir machen hier einen dynamischen Ausgleich, das sind die Kreiselsysteme, das was ich eben auch erklärt habe. Und der stationäre Ausgleich für Windlasten, ungleiche Beladung, da ist eben noch so eine verschiedene Masse mit drin, die das eben bewirkt. Die Türen am Heckdemonstrator sind hier noch etwas behelfsmäßig. Ja, das rastet ein. Aber wir sind nicht eingesperrt, wir können es auch von innen aus machen, wenn es sein muss. Keine Sorge. Hier ist ein Notausgang, also man kann sie von innen öffnen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Die sollen dann geklappt werden oder werden das so Schiebetüren oder ist das noch völlig offen? Das war ja am Designdemonstrator zu sehen, dass die Türen eigentlich nach oben aufgehen sollen. Und das ist da zu sehen. Hier haben wir die Mechanik quasi noch nicht eingebaut. Das ist eine etwas einfachere Kabine, die wir jetzt auf den Tech-Demonstrator gesetzt haben. Okay, da haben wir momentan noch Überholbügel, wie Sie sehen. So, und wir starten jetzt mal. Sollte die Verbindung unserer Mikrofone irgendwann abreißen, dann ist das der Hinweis. Ja. Der fühlt sich wunderbar an. Also es bewegt sich und es geht richtig voran. Und man sieht auch genau, wie ausgeglichen wird. Ja, das funktioniert. Ich finde, Professor Schulte, das fühlt sich vom Fahrverhalten am ehesten an wie eine ruhige Straßenbahn. Kommt das ungefähr hin? Also ein Bus verhält sich ja noch ein bisschen anders, die U-Bahn rattert so. Das erinnert mich an das Fahren in einer Straßenbahn. Ja, das ist ja ungefähr vergleichbar. Das sind alles Schienenfahrzeuge. Man muss immer sagen, dass natürlich die Qualität des Fahrens sehr von der Schiene abhängt. Das kann es vielleicht selbst vom Rückwärtsfahren passieren, dass es dann einmal einen kleinen Flach gibt. An einer Stelle haben wir schon festgestellt, da hat die Schiene eine Macke. Aber im Großen und Ganzen ist es ja ein ruhiges Fahren. Es hat aber auch ein Fahrwerk, was diese Dämpfung wegnimmt. Später soll das noch besser werden, weil dann wird ein Luftfahrwerk eingebaut und ein Luftfeder. Und dann wird auch die Kabine auch noch verbessert. Und momentan ist die Kabine vom Technikbereich durch relativ einfache Schwingungsdämpfer isoliert und später werden dann Luftfedern auch zwischengebaut und es ist noch ruhiger. Es hat funktioniert, wir sind wieder angekommen. Herr Krischer, Ihr Fazit? Es hat funktioniert, es ist wie in einer Straßenbahn und man sieht, wenn ich mein etwas umfängliches Gewicht verlagere, reagiert die Bahn. Also das ist faszinierend, diese Technik, also super klasse und man kann sich richtig vorstellen, wie das demnächst über die Reise fährt. Toll! Dr. Lehmann, ja. Ich würde es mir nicht zweimal sagen lassen. Ja.
Wir bleiben einfach sitzen. So, ja, dann sind wir zu schwer? Dann sind wir, wir kommentieren jetzt, oder beziehungsweise Professor Sachs kommentiert, was passiert. So, ich gehe an die Seite, dass man das besser sehen kann. With a little help of my friends. So, jetzt sind wir sehr gespannt, was jetzt zu sehen sein wird. Ach, das Tuch wird nicht runtergezogen, sondern hochgeschlagen. Und zum Vorschein kommt das Design-Mockup. Hervorragend. Und wenn es Ihnen gefällt, ja, dürfen Sie gerne einen Applaus finden. Fährt jetzt einmal oben bis zur Brücke, hält einmal an und kommt gleich wieder runter. Wir haben zurzeit eine Maximalgeschwindigkeit von 10 km/h. Wir könnten noch deutlich schneller fahren und wollen später beim Produkt eher so zwischen 60 und 70 km pro Stunde fahren. Aufgrund der frühen Entwicklungsphase fahren wir jetzt eben noch ein bisschen langsamer. Wenn es jetzt so ankommt, sieht es schneller aus, ne? Thank you.